Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, heute gibt es ein Kapuriki Collection Battle. Und zwar tritt an die gute Kapuriki Pin Collection gegen die Kapuriki Collection. Schauen wir mal, welche Collection mehr für uns drin hat. Die Produkte sind schon ein bisschen älter. Wir schauen einfach mal hinten drauf. Ja, von wann ist das? 2017, seht ihr selbst. Was ist drin? Holographische Promokarte, blablabla, sehen wir gleich. Warum soll ich es euch vorlesen? Und diese Kapuriki Collection, von wann ist sie? Von 1600. Ne, schauen wir mal, müsste ja hier stehen. Ach ja, auf der anderen Seite steht es, auch von 2017. Mann, 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 also schon fast 3 Jahre alt, kann man sagen. Ich habe die einfach gesehen und dachte mir, okay. Irgendwann hatten wir, glaube ich, auch schon mal was davon aufgemacht. Irgendwie so eine Collection. Ich weiß gar nicht, ob so eine Pin-Collection war. Ich glaube, die haben wir schon mal aufgemacht. Weiß auch gar nicht mehr, wieso der Inhalt war. Aber ich dachte mir, okay, immer nur das Aktuelle ist ja auch langweilig. Und deswegen habe ich da einfach mal zugeschlagen, habe uns die noch besorgt, damit wir die uns einfach mal anschauen können. Der eine oder andere kennt die vielleicht auch noch gar nicht von euch. So. Natürlich wieder viel Pappe. Ach, was wäre Pokémon-Karten sammeln ohne Kunststoff und Pappverpackung? Undenkbar. Undenkbar. So. So sieht das Ganze ausgepackt aus. Ja, also jeweils eine Promo. Auf ein paar Verpackungen steht eine nie dagewesene. Evolution. Und wir haben hier diese coole Kapuriki Promo. SM31. Sehr, sehr gelungen, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob ich damals die Pin-Collection mir auch geholt habe. Finde ich, jo, eine neue Karte für die Sammlung, Freunde. Eine neue Karte für die Sammlung. Sie sieht hier auch wieder, ne, mit diesem Widerhaken. Es ist einfach immer wieder ärgerlich. Immer wieder ärgerlich. So. Bam. SM30. Also die kann man noch vor der anderen. Auch auf jeden Fall sehr gelungen. Wird direkt auch in ein Perfect Size Sleeve verpackt. Schwupps. In dieser Collection haben wir hier diesen lustigen Pin drin. Der ist echt cool. Der ist lustig. Ja. Und ein bisschen was gegen die Unterboosterung, Freunde. Ein bisschen was gegen die Unterboosterung. Und zwar Sonne, Mond, Stunde der Wächter und Evolution. Evolution. Auch hier Sonne, Mond, aber zweimal. Das gute Turtok. Evolution und noch so eine XXL-Karte. Dann fangen wir einfach mal an. Und zwar mit Sonne, Mond. Da ist ja in der Regel nur Müll drin. Aber vielleicht haben wir Glück und haben in den Evolution Packs was Cooles drin. Schauen wir einfach mal. Ich hatte einfach, wie gesagt, Bock mal, euch mal ein paar andere Produkte zu zeigen. Nicht immer nur das Gleiche oder das Aktuelle. Das kann man ja dann doch auf recht vielen Kanälen sehen. So richtig Vintage ist das natürlich auch nicht. Das steht außer Frage. Aber da gibt es auch den einen oder anderen Poketuber, die hauen dann auch schon mal so Sachen raus, die sind 5 oder auch 10 Jahre alt. Das ist schon echt cool, so Produkte zu sehen, die man leider jetzt nicht mehr so erwerben kann, beziehungsweise nur zu Kursen, wo es einem wirklich schlecht wird.
Obwohl es eigentlich auch zu schade ist, die Produkte zu öffnen. Torhydro, ja, immerhin eine Rare, ne? Reverse Rare. Reverse Rare. Fuego, okay. Stabil. Immerhin, besser als nichte. Sonne, Mond. Ich weiß auch gar nicht, wie die Pullrate, also so einem Monddisplay ist. Da ich jetzt Sonne, Mond nicht sammle. Oh, beziehungsweise, ich habe davon schon eine Menge, aber ich will dieses Set auf jeden Fall jetzt nicht voll kriegen. Bei manch anderem Set sieht es anders aus, Kräfte im Einklang zum Beispiel. Wobei ich die auch niemals voll kriegen werde und ich sehe auch nicht ein, da viel Geld irgendwie für Pappkarten zu zahlen. Die Produkte hier aufmachen, das macht einfach Spaß, da bin ich noch mal Kind. Aber für einzelne Karten jetzt viel Geld zu bezahlen, lasst mich überlegen. Nein, ganz gewiss nicht. Außer, dass natürlich jetzt eine Karte, oh, immerhin, wo ich sage, boah, ja, die will ich unbedingt haben. Ne? Vielleicht noch irgendwie so eine ältere Turtok-Karte oder so. Das ist schon ganz cool. Machen wir hier direkt weiter. In diesem Jahr wird es allgemein nicht mehr so viele Videos geben. In meiner Anfangszeit habe ich ja fast, oder habe ich ja sogar jeden Tag ein Video rausgehauen. Das sind natürlich Mengen und ich habe es auch gemerkt jetzt beim Adventskalender Special. Das haut schon rein, wenn man jeden Tag da so ein Video hochlädt, selbst wenn man dann mal an einem Tag zwei oder drei macht. Ich bin ja nun mal auch kein Schüler oder Student mehr, wobei je nachdem, was man studiert, ist es auch sehr zeitintensiv. Das will ich gar nicht kleinreden, ich kenne das ja. Und ja, hier haben wir nochmal ein cooles Endhorn. Das Artwork gefällt mir richtig gut. Allgemein finde ich die Artworks von Sonne, Mond, Base Set echt schön. Cosmovum. Aber in der Regel ist immer nur Schrott drin. Von daher, ja. Habe ich jetzt auch nicht so die Ambition zu sagen, okay, komm, ich hole mir noch mal ein Display Sonne, Mond. Die gibt es ja sogar noch für unter 120 Euro, weil, na, Set ist halt nicht mehr so angesagt. Mao. Mao Zedong oder was? Ne? Chanera, auch ein schönes Artwork, gefällt mir gut. Schnäppke, auch ein komisches Vieh. Das gute Pampam. Knofensa. Die Karten sind auch wieder unterirdisch gecentert, sehr schön. Ui, und ja, die ist ganz gut gecentert. Die dürfte ich auch noch nicht haben. Ich kann mich nicht erinnern, diese Karte mal gezogen zu haben. Mahomai Holo. Richtig cool. Bäm, Leute. Sehr schön. Die wird direkt gesleeved. Die ist einfach wirklich gelungen. Ne? Das muss man sagen. Ne? 65 aus 145. Schön. Schön, schön, schön. Immerhin eine Holo, Freunde. Immerhin eine Holo. Und vielleicht haben wir jetzt ja Glück und ziehen noch was Schönes aus Evolution. Ah. Einfach schön, oder? Einfach schön. Von wann sind die Dinger? Ich weiß jetzt gar nicht. Evolution 2016, ne? Oh Mann, ey, 4 Jahre schon wieder fast her. Leider war das noch vor meiner Zeit, wo ich wieder angefangen habe. Ärgerlich, weil ich Evolution so cool finde. Das waren ja die Karten, die ich als Kind in dem Sinne schon gezogen habe. Nur damals leider Base Set. Das kann man sich ja heute nicht mehr leisten. Das ist ja übel, für Pappkarten so viel Geld auszugeben. Aber es ist immer wieder. Nee, ich habe den Kartentrick gemacht, ja, aber den falschen. Oh ja. Und das ist das gute Chanera in Holo. Richtig schön, oder? Oh. Aber da geht es wirklich nur ums Pokémon, so der Hintergrund, vollkommen egal. Sehr gelungen. Ja, die anderen gehen wir jetzt einfach mal so durch. Ich, Vollidiot. Habe ich ja ganz vergessen, ist ja gar nicht Sonne, Mond. Nidorino. Der gute Prof. Glutexo. Und das Holo Chanera fehlt mir sogar noch in meiner Evolution-Sammlung.
Gute Vulpix. Electek. Ehre. Traumato. Ui. Da haben wir noch was Schönes auf dem Reverse-Slot. Trainer Energie zu gewinnen. Lassen wir auch einfach mal so liegen. Ah, schön, 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 schön. Ich selbst hätte mir auch sowas nochmal für das Sonne-Mond-Set gewünscht. Vielleicht haben wir Glück und sowas gibt es nochmal im Rahmen von Schwert und Schild. Das wäre echt cool. Na, hier der Code nochmal für euch. Viel Spaß. Vielleicht seht ihr was Schönes. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Oder der oder die kann was Schönes in die Kommentare schreiben, die diesen Code einlösen darf. Syrup. Ach, ich liebe einfach diese alten Artworks. Ganz schlicht. Auch hier richtig cool. Quapsel. Voltoball. Aha, aha. Immerhin eine Rare. Und dahinter Porenta. Hat mich damals schon als Kind immer aufgeregt. Oh nein, kein Porenta. Ja, und ein Quapuzzi. Ja, ihr Lieben, das war das Video. Das war das Kaburiki-Battle. Und wer gewonnen hat, ja gut, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ganz klar, oh, die Karte habe ich noch gar nicht gesleeved. Schande über mein Haupt. Ganz klar die Pin-Collection. Ne? Wir haben eine coole, richtig coole Machomai Holo gezogen. Aus Stunde der Wächter. Und aus XY Evolution dieses coole Chanera. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Anregungen und Kritik immer gerne unter das Video reinhauen. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut doch mal bei Instagram vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer PokéKnecht90. Ciao.